Ja, geht auf Rust spielen, Gemeinschaft, und da gibt es ja das Problem, dass die Server nicht irgendwie filterbar sind oder sortierbar sind oder suchbar sind. Das stimmt nicht. Man hat nur unten vergessen, das Dreieck anzugeben. Das gleich mal suchen, Dreieck. Und schon kann man einen Server finden. So, dann gibt nochmal Dreieck ein. Da suchen wir Boy. Sucht alle mit dem Begriff Boy raus. Ach, immer noch viel zu viele, sehe ich gerade, immer noch US. Boys and Girls, das ist unser Server, also mein Server, warum der einen Ping hat von 169, mag daran liegen, dass zurzeit keiner drin ist und die Server da immer auf Sparflamme gehen. Auf jeden Fall, da kann man schon mal reingehen. Er läuft auch. Wenn wir jetzt von Anbeginn an laufen lassen, er läuft relativ stabil. Gibt ein paar kleinere Mankos. Wenn man zum Beispiel, ich habe auf mal 2 gestellt, wenn man dann versucht, einen 2000er Stack auf einen 1100er zu legen, macht er das nicht automatisch. Man muss den immer dann rüberziehen, den Stapel auf den anderen. Da macht das auch. Ist unschön, kostet ein bisschen Zeit, aber es geht. Wenn wir gleich unten in der linken Ecke sehen, wenn wir drin sind, wie die Pingrate ist, wenn man drin ist. Das ist eine 3K-Map. Aber das sieht man ja. Das ist im Moment eine PvP-Map. Eigentlich wollte ich das ja so machen, dass man zwischen PvE und PvP wechseln kann. So, schauen wir mal bei den Einstellungen. Da kann man ja irgendwie sich die gar nicht gut den Ping einblenden lassen, und der Ping liegt bei 11 Millisekunden. Also man sieht, wenn jemand auf drauf ist, ist alles gut. Und ich habe jetzt auch die Adminrechte. Ja, schön. So, damit ist der Server im Prinzip administrierbar. Die Map sieht so aus im Moment. Jetzt kann ich beides drauf. Unten ist noch eine große Bohrinsel und oben ist eine große, also eine Bohrinsel. Ansonsten sieht man einen großen Hafen, einen kleinen Hafen, ein Fischerdorf, ein großes Fischerdorf, eine große Scheune, eine Ranch, verlassener Supermarkt, Kanalisation, Tankstelle, Flugplatz, Schwefelmine, Kläranlage, Vorposten, Kraftwerk, Startrampe. Da sind noch 2 Leuchttürme da. Und natürlich der Kugeltank, die Kläranlage, die Satellitenschüssel. Also ich habe so viel draufgepackt wie ging. Lässt sich aus angenehm spielen. Ja. So, jetzt würde es mich freuen, wenn die Leute, die ich kenne, dann auch umkommen mit dem Trick. Und der Server sich langsam bevölkert. Es sind ja irrsinnig viele neue Server aufgemacht worden. Vor allem im Bereich der USA. Ich glaube nicht, dass sich die ewig lang halten werden. Ich hoffe, bei uns wird die Population nicht so weit runtergehen, dass es sich nicht mehr lohnt. Und ja, wir haben einen Discord-Kanal, den verlinke ich unten noch in der Videobeschreibung. Da steht auch die wichtigsten Regeln drin. Ohne Regeln geht es nicht, denn der Server soll vor allem dem Spielspaß dienen und nicht zum Frust werden. F Rust. Frust. Und ja, eine Sache, die zum Beispiel nicht erlaubt sind, sind Offline-Raids. Solange wir das nicht anders lösen können, dass wir zu gewissen Zeiten rein PvE machen, sondern immer auf PvP lassen müssen, ist klar, Offline-Raids machen keinen Spaß. Die Leute sind gefrustet danach und ja, gehen dann halt wieder an andere Spiele spielen. Wobei Rust spiele ich jetzt schon seit Anbeginn mit kleineren Pausen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss. Thank you.
Musik.